Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir reden heute über den 18. August und im Studio haben wir den Clint von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Hallo, na? Hallo, na, sagt er immer, genau. Immer. Gibt gar nichts anderes. Ja. Und wir heute haben am 18. August haben wir auch ein Geburtstagskind. Ja. Und wer hat heute Geburtstag? 1969, Edward Norton. Edward Norton? Ja. Ja, kennen wir aus... American History X, Fight Club. Fight Club. Das Bourne-Vermächtnis. Wie? Bourne. Bourne? Jason Bourne. Dann. Achso, das war der vierte Teil. Mit Matt Damon. Matt Damon. Aber um den geht es heute nicht, es geht hier um Edward. 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 Edward hat Geburtstag. Aber das ist nicht Edward. Nee, das war Johnny Depp. Edward mit den Scherenhänden, weißt du? Nee, das aber ist ein anderer. Ja. Das ist ein komplett anderer. Aber ein guter Schauspieler. Auf jeden Fall, also bei Fight Club fand ich den total geil. Und am 18. August 2006. ist Papst Benedikt der 16. Nach Köln gekommen zum Weltjugendtag. Das war aber allerdings kein 2006. Das war allerdings kein offizieller Deutschlandbesuch. Da kommt nach Köln, es war aber kein offizieller Deutschlandbesuch. Muss auch immer erstmal raffen. Okay. Und während dieses viertägigen Aufenthalts hat der Papst den Bundespräsidenten Horst Köhler, kennst du noch? Ja, 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 ja. Und Gerhard Schröder, kennst du noch? Kenne ich. Jetzt Gazprom Mitarbeiter wahrscheinlich. Wahrscheinlich mit oder Putin so ein bisschen irgendwas. Ja. Nee, nicht so, sondern so. Ja, aber die machen so Ghetto-Faust und machen so Schlag ab. Ach so, also bei dir ist ja, ja so, ist ja... Küsschen hier, Küsschen da. Oh, ich weiß nicht, ob die Russen das machen, aber ja. Gerdi vielleicht. Stimmt. Ja. Auf jeden Fall, der Papst, der war da. Das 2006. War kein Deutsch offiziell. Das war kein offizieller... Der war 4 Tage hier. Der war 4 Tage in da. In Köln, aber... Ja, aber es war angeblich war es kein offizieller Deutschlandbesuch. Ja, muss auch jemand verstehen. Oh. Ja, also der Toni Polster hat ja auch in Köln gespielt, war aber nie offiziell in Deutschland. Egal. Ja. Ja. Am 18. August war noch was? Ja, 1933 in Berlin, Funkausstellung, der Volksempfänger. Der Volksempfänger? Volksempfänger, vorgestellt. Ich ja. Mach mal, ja. Ja, ich will, das ist der Volksempfänger hier? Das sieht doch noch, oh, Mann, amtliches Radio, ne? Das ist in der USB-Port. Der, ist das hier AUX-Anschluss oder sind das Schrauben? Das sieht aus wie Schrauben, ne? Ich glaube, so weit waren die damals noch nicht. Aber die hatten auf jeden Fall schon Holz. Das auf jeden Fall. Oh, hier aber schön poliert, ne? Ja. So richtig, das sieht aus wie Magen. Heute ist alles nur aus Plastik, damals hatten sie Holz. Ja. Außer die iPods, die waren am Anfang, ne? Edelstahl oder hier, ne? Ist das so? Die guten waren noch, die konnte man noch mal runterfallen lassen. Heutzutage darfst du nichts mehr runterfallen lassen. Ne, um Gottes Willen, dann ist das. Gut, das weiß ich nicht, ob das auch runterfallen. Gut war ja hier kein Display. Nee. Also nur hier so eine kleine Scheibe da irgendwie. Ja, aber da konntest du nur den Sender, die drei, die hatten. Wenn sie überhaupt drei hatten. Ja. Ich gehe mal von aus. Also 33 hatten die keine drei Sender. Aber doch, wahrscheinlich. Guck. Wen denn? Was denn? ARD, ZDF und HR oder was? Unter anderem. Ja, genau. In Bonn, Berlin und noch woanders. Ja, 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 richtig, genau. Also ja, ich würde mal sagen, die hatten nur einen Sender. Aber die haben doch drei Knöpfe. Weißt du? Ja, da kannst du einstellen, je nachdem, wo du bist, musst du natürlich eine andere Frequenz einstellen. Ja, aber da kann... Ich tue mal so, als wenn ich es wüsste. Ja, guck mal. Klugscheißer. Ja. Dann machen wir jetzt hier mal gleich Klugscheißer-Modus aus, ja. Weil dann haben wir das ja auch durch. Okay, dann können wir jetzt auch Tschüss sagen, ne? Ja. Halt die Haare. Tschö. Nee, lass so wehen. Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Lass okay. Wehen. Du hast nicht gesagt, du hast gesagt, ich soll Klugscheißer-Modus ausstellen. Ach so, sorry. Also sag ich Tschö. Gut. Tschüss. Bis dann.